Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Thomas Müller aus Gütersloh. Ich wollte euch heute mal so ein paar Sachen erzählen, was so letztes Wochenende passiert ist. Und natürlich ist noch meine neue Curve-Karte angekommen, was ich euch auch erzählt habe, wo ich meine Cashback-Kreditkarten zusammenfassen kann. Falls ihr mal das so ein Knacken hört im Hintergrund, das ist Freddy, der hat gerade einen schönen leckeren Knochen von mir bekommen und er freut sich richtig doll. Nicht wahr, Freddy? Ah, naja. Ja, also legen wir mal los. Am Wochenende ist einiges passiert auch. Es gab wohl die Nachricht via Twitter, dass Elon Musk irgendwie Luna oder Terra gekauft haben soll oder kaufen will. Auf jeden Fall hatte ich mich da jetzt schon vorher eingekauft, weil ich denke, dass der Coin wahrscheinlich gerettet wird. Das ist so meine Idee gewesen, dass das so passieren wird. Aber ja, wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall ist da noch eine Menge Zunder drin und ich habe jetzt erstmal so ein bisschen Geld reingetan. Nicht viel natürlich, ne, weil das sehr spekulativ ist. Aber wäre vielleicht, also würde ich zumindest machen, ist natürlich keine Anlageempfehlung von meiner Seite. Aber ich habe das jetzt so getan, ne, wenn man mal 50 oder 100 € über hat dafür, dann könnte man das vielleicht riskieren. Der Coin ist auch sehr volatil, wird wahrscheinlich gegen Null gehen, das Geld ist weg, aber vielleicht hat man ja auch noch die Chance, dass er wieder so auf ein paar Cent hochgeht und dann hat man ein bisschen Geld dazu gewonnen. Ja, das war auf jeden Fall sehr aufregend für mich, diese Nachricht und die ganze Geschichte drumherum. Ja, Bitcoin und so weiter gehen ja immer noch weiter tiefer, die ganzen Geschichten. Ist auf jeden Fall jetzt Zeit zum Nachkaufen, wie ich immer schon gesagt habe. Ist natürlich auch keine Anlageempfehlung, aber meine Meinung dazu und auch Ethereum und Bitcoin kann man gerne nachkaufen und auch jetzt Aktien sind sehr günstig. Ja, des Weiteren gab es ja noch ein anderes Thema. Ich hatte ja verschiedene Karten ausprobiert im Cashback-Bereich. Das heißt, ich bekomme jetzt 3% Cashback noch für ein halbes Jahr von Crypto.com. Die Karte funktioniert super gut, habe ich immer ausprobiert, habe immer 3% Crow-Cashback, also ein Crow-Coin bekommen. Ist eine super geniale Geschichte, sind mittlerweile schon irgendwie ja, auf jeden Fall mehrere 10 €, die ich da zusammen habe, nur durch die Sachen, die ich sowieso im Supermarkt oder so kaufe oder auch tanken gehe. Also das Geld, was ich eh ausgeben würde. Und genau, und um das Ganze zusammenzufassen, ist es so, ja, dass Crypto.com sich ja da selber irgendwie ein Ei ins Nest gelegt hat und die Konditionen zusammengestrichen hat und deswegen natürlich der Crowcoin auch abgestürzt ist und jetzt versucht man dann eine Alternative zu schaffen. Ich hatte da ja Plutus im Sinn, die brauchen aber irgendwie jetzt mehrere Wochen, um mir die Karte zuzuschicken. Da habe ich noch nichts weiter gehört. Ich bin da also confirmed und auch verifiziert. Da warte ich noch ab, gebe euch da noch eine Rückmeldung und dann habe ich mir die Curve-Karte bestellt. Da werde ich euch auch noch mal den Link in meinen WhatsApp-Status hinten reinmachen. Da könnt ihr dann auch noch Geld sparen oder beziehungsweise 5 Pfund Cashback bekommen. Die kam heute an, die war in so einem schwarzen Briefumschlag drin, sehr cool. Von innen ist der so rot, wenn man das sehen kann. Fand ich schon ziemlich cool gemacht, so also wie die Curve-Karte auch aussieht in der Richtung. Also von Corporate Design haben die auf jeden Fall Ahnung. Und das ist meine neue Curve-Karte. Ja, und die werde ich jetzt in mein Portemonnaie stecken. Da kann ich halt alle Kreditkarten drauf vereinen praktisch und über die App dann anwählen, über welche Kreditkarte ich jetzt mit der Curve-Karte bezahlen möchte. Und ja, das ist eine ganz coole Sache. Man braucht halt nur noch eine Karte dabei. Und das werde ich jetzt in den nächsten Wochen mal ausprobieren und euch davon auch berichten, wie das Ganze läuft. Und ja, das war mein kleiner Zwischenbericht für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch einen tollen Tag und natürlich bitte das Liken und das Abonnieren meines Kanals nicht vergessen.